Sylt Marketing GmbH wird die Insel in den kommenden Tagen in Österreich vertreten. So wird das Team auf der Ferienmesse in Wien um neue Touristen werben. In der Schweiz sind die Auslandsmarketingaktionen sehr gut angekommen. Die Zahl der Fluggäste aus der Eidgenossenschaft konnte in der vergangenen Saison verdoppelt werden. Künftig soll auch Luxemburg in das Marketing mit eingeplant werden. Bisher konzentriert sich der Schwerpunkt der Marketingmaßnahmen auf die Schweiz, Österreich, Nordbayern sowie Nordrhein-Westfalen. So könnten sie künftig aussehen, die neuen Stadtbusse von Sylt. Der Hintergrund für diese Überlegungen sind die rückläufigen Beförderungszahlen der Buslinien A und B in den vergangenen Jahren. Während 2005 noch 50.000 Personen die Verbindungen nutzten, waren es zuletzt nur noch 40.000. Da die Linien nicht rentabel sind, wird die Sylter Verkehrsgesellschaft von der Gemeinde unterstützt. 2017 werden die Buslinien dann vom Umweltamt neu ausgeschrieben. Auf Air Berlin-Flügen gibt es schon seit einigen Jahren kulinarische Klassiker aus der Sansibar. Dafür wurde die Airline jetzt ausgezeichnet. Vor allem die Currywurst ist in der Luft, wie auch im angesagten Dünenrestaurant, der absolute Verkaufsschlager. Rund 150.000 Portionen werden pro Jahr verkauft. In Abu Dhabi gab es am Wochenende nun den Golden Mercury Award für das vielfältige Sansibar-Gourmet-Angebot an Bord. Der Mercury Award wird jährlich verliehen und ist weltweit der angesehenste Preis in der Catering-Branche der Flugunternehmen.